Herzlich willkommen, Leute, zu einem kleinen React-Video. Das gab es ewig nicht mehr. Also Reacten haben wir schon seit, keine Ahnung, Jahren nicht mehr gemacht oder so. Ich weiß es nicht mehr, aber heute ist es mal wieder so weit. Seven in the Wild, Panama. Also Seven vs. Wild, Staffel 2 von Fritz Meinecke. Video ist natürlich unterm Stream direkt verlinkt. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Solltet ihr auch, schaut es auf jeden Fall erst auf dem Hauptkanal, bevor ihr irgendwelche Reactions guckt. Besonderheit? Kapuzenwurm ist heute mit dabei. Kapuze und ich reagieren auf Folge 1, die Aussetzung. Und ich glaube, mit Kapuze ist das sehr, sehr lustig oder wird das sehr, sehr lustig. Und ich hoffe, dass es euch gefällt, denn daran liegt es, ob wir weitermachen. Wenn das Video hier gut ankommt, wenn ihr das Ganze auch ja, mögt und Spaß dran habt, dann können wir uns gerne auch noch die nächsten Folgen anschauen. Und deswegen lasst auch gerne ein bisschen Feedback da, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die erste Folge fandet oder was ihr denkt. Wir stellen nämlich ab und zu ein paar Fragen, also auch, wie es weitergehen könnte und so weiter, und diskutiert ein bisschen mit uns unten in den Comments. Lasst auch gerne ein Like da, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, und auch gerne ein Abo. Vielleicht gehen wir irgendwann doch mal auf die 500.000. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei Seven in the Wild, Folge 1, Reaction mit Kapuzenwurm. Link zum Originalvideo, unbedingt vorbeischauen und in der Videobeschreibung. Los geht's! Das ist eh Werbung. Das muss natürlich finanziert werden durch passende Sponsoren. Rhino Shield. Ich denke, ja. 30 Sekunden Werbeslot. Der macht das Ganze erst möglich. Ich glaube schon. Das damit, guckt euch also an und spart an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was. Wie sollte es anders sein? Ich bin so gespannt. Rhino Shield. Partner. Rhino Shield. Wir haben damals schon in Schweden die erste Staffel überhaupt erst möglich gemacht. Haben mich auch viel Hast du eins von ihm? Nee, ich habe gar keinen Rhino. Ich habe immer meins, was die Handykamera so verdeckt, wenn ich will. Achso. Ich kann so, das sieht man nicht, aber ich kann die Kamera so auf und zuschieben. Man nehme eine rostige Machete, eine Rhino Shield Hülle und ein Handy. Geil. Man kann das Ganze super malträtieren. Dann nehmt einfach die Rhino Shield Hülle mit. Das Handy bleibt heile. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst, dass es überlebt hat. Deswegen Hülle ab, aber das Handy ist so krass. Neu. Es ist nichts ich dran. Bin auf, diese, auf das Aussetzen, Folge 1 ist ja, wer, das wird, ich will wissen, wie es aussieht, ja, in Panama. Panama, okay, ja. Ich hab's zwar, okay. Ich will einfach nur wissen, wie es aussieht. Ja. Und wie an den Strand ja. Ist der Krokodil da, alles will ich wissen. Seven in the Wild. Ja, Seven in the Wild. Bin ich wieder, hallo. Oh, ich bin gespannt. Oh, ich bin bitte, Knossi, halt durch. Knossi. Knossi. Was ist dein Favorite Couple? Ja, Knossi. Wenn Knossi 7 Tage schafft, wäre. Ich glaub's nicht, aber. Mach mal 6 auf. Gemeinsam 7 Kandidaten erleben. Am Ende schaffen es 3 von ihnen die 7. Das ist schon ein Jahr her, ne? Ja. Ein Jahr. Und andere Sprecher. Ja. Ein Jahr. Ja, das ist krass, ne? Ja. Wie in Staffel 1 werden 7 Kandidaten... Ui, das sieht aber schön aus. Da ist der Krokodil, ich sehe schon. Otto und Fritz, ein Gegenstand. Joris, weil wir drüber geredet haben, ja. Genau, ja. Wow. Hä? Die Gegenstände wurden im Vorfeld zusammen mit Erste-Hilfe-Sets und Kommunikationstechnik in einem Dry-Bag an dem jeweiligen Ort der Aussetzung platziert. Okay, das Equipment liegt diesmal schon da, damit es nicht direkt nass wird. Damit es nicht gleich die Hose gleich nass wird. Die ausgewrungen. Das hat ja letztes Mal nicht geklappt mit diesen Bags bei allen. Da müssen die Teilnehmer täglich durch einen Code Green bestätigen, dass sie am Leben sind. Bin noch am Leben, Leute. Alles gut. Ja, ehrlich, ne? Ja. Ich alleine dort. Einen Notfall. Wow. Das hat er ja in diesem Behind-the-Scenes-Ding, hat man ja. Ja. War sehr spannend. Ja. Außerdem gibt es jeden Tag eine Challenge, die bewältigt werden kann. Ah, ja. Die macht auch nur so Fritz. Aus allen Challenges. Ja, ich hoffe, Otto ist da. Ja. Weil Otto hatte ja Rückenschmerz. Stimmt, ja, im Hotel. Ja. Das muss auch ärgerlich sein. Bist eine Woche am Trainieren oder einen Monat am Trainieren, hast Rückenschmerzen. So, Helikopter jetzt? Weil wie kommen die hin? Helikopter und abseilen? Oh. Oder Helikopter und reinspringen. Da ist der Otto. Da ist Otto, in der Mitte. Er war ja auch getan am Frühstückstisch. Ich sehe ihn gar nicht, warum ist die Mitte leer? Wo ist er? Da fehlt einer. Haben's vergessen. Oh, Knossi hat ein gutes Hütchen auf. Ich wollte gerade sagen, schöne Kappe auf, ja. Mein Dumbo. Ich
Was ist es? Ist jetzt so drin? Es ist, ich dachte, da steht ein Heli. Participants, welcome to Seven vs. Wild. Oh, das ist Ed Stafford. Das ist hallo, der. 60 Tage auf der Insel, wo das Ding verliert mit Zahn. Das ist ja, der. Ja, ich sehe es. Mein Name ist Ed Stafford und ich habe all over the world in trouble. Nee, aber ich meine, ich habe den Namen schon mal gehört. Over the next 7 days, you will experience firsthand how tough. Aber ich glaube, Knossi hat sich so viel informiert, er kennt da alles. Ja, er hat ja für jeden Notfall geübt, der Knossi. In the end, however, it all comes down to just one thing, the will to persevere. I hope all of you will make it through the 7 days and I wish you an exciting and unique experience. Der Hut von Knossi. Ich wäre so nervös. Ey, ja, das meine ich auch, die sind alle noch so... Ich wäre so nervös, ich bin aber schon. Ja, eben, die fliegen, die werden da jetzt gleich an Panama ja. In den Dschungel gesetzt. Ne, Heli. Heli. Hä, und dann? Abseil? Abseil, oder? Oder rein ins Wasser. Er hat ja nicht so Wasser landet. Wahrscheinlich, der ist nicht groß gewesen, der wird vielleicht landen können. Panama. Logo ist geil. Schon schön, ja. Ich war jetzt irritiert, dass er Versus sagt, weil ich so in Seven in the Wild, ja. Yeah. Seven in the Wild. Bride of the Wind. Das auch. Unterschiedliche, also haben sich zwei Helis gegönnt. Ja, yeah. Ja, gut, passt nicht alle in einem Reimchen. Oh, jetzt glaube ich, fängt es so an zu realisieren. Ich wäre so nervös. Hey, die werden nicht mal im Strand ausgelassen. Ja, war vielleicht. Ich habe das letzte Mal gar nicht gedacht. Komm schon, Knossi. Oh, da, oh, schön. Sei mit in the Wild. Knössel, mach nicht erster Tag. Mach nicht erster Tag, komm. Ja. Komm, drei Tage. Sie haben um 10.000 Euro gewettet. Das ist ja, gut, dass Sascha Huber und Knössel. Ja. Außer bei Verletzungen und Krankheit. Erste. Knossi Knossala. König des Zigaretten. Gutes Intro. Ja. Seinen Durchhaltewillen stellte er unzählige Male auf dem Weg an die Spitze des Internets unter Beweis. Doch Ruhm, Anerkennung und Applaus gibt es im Dschungel nicht. Wird erst. Hey, die Waage hat ja bei ihm nicht funktioniert. Ja, Fettanteil Error. Ja. Komm schon, Knossi, raus. Oh, ins Wasser, ne? Will ich jetzt springen? Ist halt schon. Ja, er ist schon sehr weit unten, der Heli. Ja. Hey, wie krass! Hä? Nicht zu hoch springen! Seven in the Wild! Nice! Hat aber gut gemacht! Ja, aber da, jetzt geht's. Aber jetzt ist er ist da mitten in Panama im Dschungel. Aber jetzt ist er richtig nass. Er konnte sich nicht mal ihr Shirt ausziehen oder so, ne? Ja, aber er hatte keine. Also sein Rucksack liegt ja schon da. Sind nur seine Klamotten. Und es ist wärmer. Klar. Es wäre mal ein Schwert. Alter. Wo ist er? Der Kappe. Zum Glück hat er sich verloren. Knossi ist als erstes da. Ist aber auch lustig. Also Seven in the Wild ist aber genau besser über die Lippen. Ja! Hä, wie schön! Knossi macht seinen ersten Tauchgang. Ja, holt gleich das erste Krokodil raus. Ey, voll der geile Strand. Da ist sehr schick. Ich sehe genau deinen Spot. Palmen, Süßwasser, geh rundherum. Ich hoffe, du machst es. 7 Tage, Bro. Alles Gute. Du schaffst es. Er ist da. Ja, und ist da sein Rucksack direkt? Ist die erste Kippe gleich weg, Karten? Was sagst du? Er braucht jetzt. Ich muss kurz warten. Bis hier hin. Ja, wahrscheinlich extrem Adrenalin aus dem Heli springen. Und du hast wahrscheinlich auch ein bisschen Wasser geschluckt, ne? Ich komm gleich. Und er ist ja nicht der fitteste Teilnehmer. Also ja, das sagen die Hater, ne? Also. Ja, du hast recht.
Error war, weil 0,0 nicht angezeigt ja. werden konnte. Na, war gut trainiert davor. Er hat sich schon vorbereitet. Ja, nein, auf jeden Fall. Aber natürlich kommst du ja, ihm fehlen ja trotzdem ein paar Monate, Jahre Training oder so. Aber ich hoffe, er macht's. Knossi ist der Favorit. Ja. Ich mag noch Nova, hoffe ich auch. Also den Strand finde ich nicht so schön. Nee, da hat der Knossi schon Checkbook gezogen. Das ist der Scheine. Antonia Starlet Nova. Streamerin, Frohnatur, Schmuckdesignerin. Ich auch nicht. Wird sie als die Schminktussi abgetan. Durch ihre Zusage wurde allerdings klar, sie hat deutlich mehr Pfadfinder. Ja, ich war auch Pfadfinder. 15 Jahre verbrachte sie bei den Pfadfindern. Ist die Linie auf der Brust. Was sind da schon 7 Tage, oder? Oh, Skill-Ranking 50%. Krass, wir hatten das, wo war Knossi 1? Ich hab's, ich glaubte, ich weiß nicht, ob die Anzeige da war. Error. Es wäre so geil, wenn die da Error hingeschrieben hätten. Das wäre richtig witzig. Das als Meme, ja. Steak, ja. Die hat sich auch die Haare zurückgeflochten, ne? Die Frisur finde ich cool. Ja, voll. Ich glaube, wenn du reinspringst, wie viel Wasser in die Nase schießt wahrscheinlich, ne? Hey, das hat dann viele Leute vielleicht, aber damit das habe ich gar nicht. So, du springst ja auch manchmal von, wenn du von einem Zehner gesprungen bist, hattest du ja auch nicht Wasser in der Nase. Ja, so, ich weiß nicht, wie hoch das war. Ja, aber unabhängig, glaube ich, von der Höhe. Aber ich glaube, manche Leute halten sich ja immer die Nase zu, wenn sie ins Wasser springen. Ich hätte halt Schiss, dass mir, ne? Es sind auch echt viele Wellen. Das ist ja wirklich anstrengend. Ich hoffe auch Nova schafft. Also ich hoffe alle schaffen es lange, ne? Aber alle haben sich vorbereitet und jeder ist enttäuscht, wenn er rausfliegt. Ja. Ich bin gleich mal gespannt, wie Otto da ins Wasser springt, so mit dem Körper oder so. Ey, 100 pro, irgendwer wird. Ich glaube, irgendwer wird schon ein bisschen so zeigen wollen. Oder der Fritzl vielleicht, Fritz auch vielleicht. Oder hat Knossi den schöneren Strand? Wollte ich gerade sagen, da ist kein Sand. Stein. Da ist liegt schon da Müll? Hast du gesehen? Ja, ich wollte gerade sagen, liegt da Müll? Wow. Aber das muss in dem Fall nicht schlecht sein. Nee, das ist super geil, weil du hast vielleicht gleich einen Behälter oder ja, so. Ja, super geil für die Challenge, ja. Ja, aber allgemein vielleicht gar nicht geil. Aber ja, die hat viele Behälter, glaube ich. Ja, die hat so viel Dreck da. Die hat Wasser? Ja, ich glaube, die hat da so eine. Ich glaube, die hat so eine Pfütze, so ein Auffangbecken sozusagen. Aber könnte das nicht einfach das Meereswasser sein, was irgendwie so. Mal schauen. Aber ich glaube, also Knossi hat den schöneren Stand, sie hat, glaube ich, den effektiveren. Sie hat mehr Müll. Ja. Ist aber schon traurig so, weil so bis mitten in der Pampa liegt da. Ja, weil das alles halt angespült wird von irgendwo. Ja. Krass eigentlich. Otto jetzt? Ja. Ich hoffe, er springt. Nicht, schau mal, dass er sagt, Amy, du kreuz mich, ich kann nicht. Boah, sie war, die fliegen aber knapp nebeneinander. Wie? Schön ist nicht. Aber er. Ja, und ja, du willst halt natürlich auch ein bisschen windgeschützt sein, aber da siehst du halt viel, ne? Ist halt alles. Ja, sehr offen. Hey, wenn ich die das ist ein schönes hätte, dann würde ich Otto nehmen. Würden sich wahrscheinlich viele bei diesem charmanten Lächeln. Einsatzerfahrungen und die Härte. Jetzt, wenn das Skill nicht voll ist. Ja. Mindset-Monster. Die Erwartungen der Community sind hoch. Als da geht's anscheinend noch mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, Da hätte man schon. Er war ja Soldat und so. Ja, ne? da hätte man den Balken schon voll machen können. Hätte ich mir auch gedacht. Er ist mit einer Schraube reingefüllt. Ja, aber das wird bestimmt, also auch seine Hand, also seine Haltung wird bestimmt Sinn gehabt haben. War, glaube ich, nicht zum Flex. Ja. Doppelter Rückwärtsseite. Das ist ein geiler Spaß.
Er ist so begeistert. Oh, richtig geil hier. Ich bin gespannt, wie er anfängt und wie die anderen anfangen. Ja, ja, ja. Müssen wir mal verarbeiten. Aus dem Heli. In der Afanese. Aber schon schön. Wann war das? War das September? Nee. Ja, das war ja... August? August. Ich glaube nach August. Also September, Oktober vielleicht. Ja, nee, September wird schon sein, ja. Da ja, war das noch ein bisschen früher. Ich meine, kalt wird es da ja auch im November wahrscheinlich nicht, ne? Ja, die Frage ist, wie viel Grad haben wir da jetzt? Also in Panama? Ne, jetzt da. Also wie viel Grad haben die? Ach so. Das kann ich ja schauen. Grad jetzt in der Sekunde. Wahrscheinlich wird es über 30 dann gewesen sein. Ja. Ich würde sehr gerne wissen, ist das jetzt ein guter Strand oder nicht? Also kann man damit was machen oder kann's? Fritz Meinecke. Abenteurer, Skandal. Wo ist das Skill? Gemeinecke. Gemeinecke. Als Gewinner der ersten Staffel steht Fritz unter besonders hohem Leistungsdruck. Jeder Schritt wird von der Community genau beobachtet. Im Gegensatz zu Schweden sind seine Erfahrungen im Dschungel begrenzt. Wie viel steckt wirklich hinter dem Motto Life begins... Oh. Also ist ja genauso viel wie ja. Otto. Aber das ist auch... Vielleicht hat er sogar selber gesagt, nee, komm, mach nicht voll, weißt du? Ja, aber genauso ist... Ja, im Endeffekt ist das natürlich keine... Ja. Faktbasierte Auswertung wahrscheinlich, nee. Aber ich hätte es, glaube ich, minimal drunter. Also, ja, worin, ne? Ja, ja, ja. Kennt sich ja auch gut aus, sehr gut. Voll, er macht, das ist jetzt ja sein Channel, ne? Eben. Ja, gut, sein Strand ist halt wirklich nicht schön, ne? Ja, aber wo will man, also will man wirklich tief rein oder will man am Wasser bleiben? Ich meine, zum Chillen wie Martin, ne? Der hat ja dann sich so eine Bank gebaut. Da kam halt nicht das Krokodil vorbei. Ja, das stimmt. Willkommen bei Kevin. In the wild. In the wild. Ja, nee, Seven in the Wild ist leider besser. Also ich bin da wirklich enttäuscht. Ja, ich würde da einen Namen-Change vorschlagen. Ging da irgendwas im Baum? Ja, das ist der Rucksack. Das ist Sam. Ah. Nicht überhastet rangehen, sondern ankommen in Mutter Natur. Ich würde so gerne wissen, was die halt wirklich für Tiere sehen. Also unabhängig, was möglich ist zu sehen, so was wirklich mal vorbeikommt, ja? Ja. Was wohnt die Panama? Aber egal, ich suche mir was Schönes. Da drüben ist Riesenufer. Ist das aber eine Insel oder sind das mehrere Inseln? Nee, ja, wenn die, schon groß, ne? Ja, wenn die da wirklich am Strand vorbeifliegen. Aber könnten natürlich auch irgendwo wieder eine kleine... Ich glaube, nee, diesmal wollten sie, glaube ich, keine kleine Insel nehmen, weil irgendeiner war ja in Staffel 1, ich weiß gar nicht mehr wer, Dave, glaube ich, auch. Ist auf super eine... benachteiligt, der hat so eine Zunge und da hat der Windows durchgeschossen. Ja, ja. Das ist Joris, ne? Ja. Da liegt auch Müll. Aber der muss ein bisschen tiefer springen, oder sieht das vielleicht nur vom Winkel so aus? Joris. Community Wildcard. Ach so, Biologe, das erklärt. Ist ein Zuschauer, okay. Joris hat schon so manchen Dschungel gesehen. Als Vertreter der Zuschauer der Sound. Motivation entsprechend hoch sein, die 7 Tage zum Meistern. Ich kann doch der Epidemic schmecken. Wie alt ist du? Wie alt ist er? Was denkst du? 27. Weniger, oder? Ja. Wie schlägt sich der Neuling? Hä, aber sind Skill? Ja. Drei Gefäß inklusive Deckel, Machete und das letzte habe ich nicht gesehen. Vier oder drei Items? Drei, glaube ich. Drei, krass. Naja, außer Gefäß inklusive Deckel zählt als zwei, weil so ist es. Aber. Der musste tiefer springen. Ja, ja, das war ziemlich hoch. Ui.
Der hat noch Schmuck drin. Ich wollte gerade sagen, so viel Piercings. Also, das ist ja ungefährlich. Ja, ich glaube nicht, dass es gefährlich ist, aber ich weiß nicht, ob ich es nicht hätte lieber nicht getragen. Oder sie will es einschmelzen und sich einen Speer basteln oder so. Wurfgeschosse für so eine Fläche. Ich glaube, wäre halt komfortabler, wenn du dich irgendwie doof mal hinlegen musst oder so, dass du gar nichts in den Ohren hast. Also ich hätte es auch ausgetan. Oder sie hat Angst, dass es zuwächst vielleicht, weißt du? Ja, egal, dann. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, wenn du ein Outdoor-Channel bist. Dass du dir, dir nochmal einen Ohrenstecker wandeln lässt. Sieht das so defensiv wie Desinfektionsspray, oder? Hat er auch Müll, ja. Müll ist da anscheinend wirklich viel hingekriegt. Über Wahnsinn. Aber damit kannst du halt wirklich was machen. Ja. Das sind ja super viele Flaschen. Ja, da muss ja nur eine. Da muss ja nur eine von intakt sein. Jetzt kommt der Sascha. Ist der Wiener oder Österreich, weiß ich, aber. Ah, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Die haben auch alle irgendwie so einen anderen Strand. Die sehen immer, also es ist. Ja, sieht doch immer komplett anders aus. Absolut. Das zeigt auch, wie groß Sascha Hitler schon hier ist, ne? Fitness-YouTuber. Ja, natürlich kein Shirt angezogen. Wirklich zu schaffen macht Sascha nur, ob sein Bizeps die 7 Tage übersteht. Solche Muskelberge sind schön. Boah, gesagt hatte zwei schlechte Nachrichten. Körperfett. 43%. Hey, ja, er ist halt, hat er keine Outdoors. Es wird wahrscheinlich um Outdoor-Skills gehen. Aber der Joris hatte dann mehr als er. Ne? Ja, der Joris wird ja als Wildcard-Gewinner, wird er ja ein Outdoor-Dude gewesen sein, ohne YouTube halt, aber. Oder vielleicht mit. Wasser ist aber sehr klar. Also dafür, dass trotzdem so viel Müll drin ist. Ich hätte auch gedacht, dass es eher so klar ist, eher wenn es kalt ist. Ne? Dann ist es. Aber ich meine, es ist gut, um Fische zu jagen. Ne? Oder Krokodil. Oder Krokodil. Der hat auch so hinten so ein bisschen Wasser. Ja, genau, der hat auch so einen. Also, da, ich hab's auch gesehen, diesen Tümpel oder was auch immer das ist. Wo bin ich hier? Scheiße. Der hat aber einen Kettenmüll, oder? Wo sind die Palmen? Wo sind die Palmen? Das ist keine. Oh Gott, das ist aber wirklich scheiße wie ein Kokosnüsse, ne? Sind alle bei Knossi. Knossi hat da schon eine Liga aufgemacht. Aus Plastikfolie, hast du es gesehen? Ja! Über dreimal gerissen. Ja. Na gut. Aber da ist wirklich keine Palme. Also, jetzt wo es der sagt. Haben wir jetzt nur noch Sabrina? War das alles so? Ja, könnte schon sein, ne? Ich glaube, ja. Sabrina Outdoor. Outdoor-YouTuberin, Newcomerin, Grinsebacke. Seit gut mit so einem, wo haben sie das gemacht? Mit so einem Gebläse oder so, ja. Kaufte sie ihren eigenen Wald. In der Vergangenheit zeigte sie bei Projekten wie dem Ocean Warrior ihren Kampfgeist. Wird der Dschungel sie brechen? Klappsäge. Ah, und ein Messer. Der hat zwei Werkzeuge mitbekommen. In der ersten Season hat der Fritz kein, also der hatte nur Kukri da gehabt, ne? Ich glaube, er hat auch jetzt noch die Kukri mit. Ja. Ne, da ist doch noch wer, oder? Könnte Kamerateam sein. Ja, ich glaube. Wir hatten Nova, Knossi, Fritz, Otto. Sascha, Otto.
Ja, doch, wir hatten alle. Yorushi. Ich hoffe, wir sehen noch ein bisschen was. Ich also, will auch, weil die springen jetzt das sind sieben, Wasser, ja, ja, 37 Minuten gegen das Video. Ja, nur, ich hoffe, in Anführungsstrichen. Die ganze Zeit, ich hoffe, dass ich den noch. Ich wenigstens will noch ein bisschen. Sehen. Komm. Seven in a while. Uneben halt. Was ist das? Nein. Ja. Ach so, wegen, weil sie keinen Sand hat, oder wie? Ich glaube eher, dass sie fast umgeknickt wäre. Oh. Letzte Abenteuer beginnen, ey. Oh mein Gott. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Ich wüsste auch nicht, was ich das erste mache, weißt du? So, was mach ich jetzt? Ja, das müssen sie sich ja schon vorher überlegt haben. Ja, ja, also, ja. Unterschlupf und Essen oder so. Feuer, ja. Nee, Feuer ist, glaube ich, so für Wärme. Ja. Aber, ja. Ach, das war's, oder? Ja, ich glaube, ein bisschen Preview? Ein bisschen ist noch. Ich will... Ein bisschen Preview? Was ich mach. Auf einer tropischen Insel. Ist es das Intro? Ja. Das ist das Intro, okay. Sieben Tage ums Überleben. Hey, aber das ist der alte Sprecher. Um wilden Tieren, giftigen Pflanzen und Naturgewalten zu trotzen. Wer nach sieben Tagen übrig ist und die meisten Punkte in den Tages-Challenges gesammelt hat, ist der Gewinner. Ja! Keine Kamerateams, kein Kontakt zur Außenwelt. Vollkommene Niederlage. Das fühlt sich gerade an, als würde das so nicht mehr lange gehen, muss ich sagen. Oh, scheiße. Wetter, das ist Bait. Das war, nein, Wetter. Ich kann nicht mehr. Oh. Das ist bestimmt Tag 6. Also ich glaube, meine Grenze ist jetzt erreicht. Oh nein. Oh, what? Das ist ja nur negative Stimmung. Ja, das ist extra so zusammengeschnitten. Mit mir. Sascha hat noch Bock. Der hatte auch dann einen Shelter. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Oh, das ist ja das Intro. Der meint die Challenge. Das ist ein anderes Level. Knossi war 30 Tage auf den. Ja. Ich würde jetzt so gerne einfach mal meine Liebsten haben. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Mann, bricht deine Psyche. Wake up to the jungle. Ich habe gekämpft ohne Ende. Nossi sah da noch am fittesten aus. Ja, er hat, also da waren die anderen zerstörter. Panama. Jetzt sieht's aus. Das war's, oder? Das war's. Ach nee. Ist es vorbei? Ich glaube ja. Wieder. Hä, aber ey, die sind halt nur ins Wasser gesprungen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Oh, was sagst du? Ich bin, ich finde es cool, so Locations sind aber auch eher düstere Locations. Also so nicht dieses schöne Strand, sondern es ist so eine hässliche Strände. Richtiger Stein, schwarz, alles. Ja, 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 ja. Aber ich hoffe, also ne, die haben es natürlich dramatisch zusammengeschnitten. Ich hoffe, dass das schon Aussagen auf Challenges bezogen sind oder Tag 5, Tag 4. Ich hoffe nicht, dass das alles so Folge 1, also Folge 2 ist. Ich meine, den einen, dem in der ersten Staffel der Stamm auf den Kopf geflogen ist, die haben ja wirklich sein Ende gezeigt. Ne? Er hat gesagt, ey, ich muss jetzt alle enttäuschen, weißt du noch? Ja, und, ja, stimmt. Ne? Und ich habe, also das haben sie ja schon mal gemacht. Okay, hoffe, also von den Sachen, die man so gesehen hat, denke ich, dass Knossi nicht Tag 1. Knossi. Nee, aber. Er stand im Regen. Das war ja, ja, mindestens. Aber von Tag Nova gewesen. Gab es nur Videomaterial, wie sie am Strand saß. Ey, und ich habe hinten ein Dreibein gesehen. Willst du vielleicht kurz hin? Also, wer hast du los? Oder geht das jetzt nicht? Okay. Nee, ich hab's gerade nicht. Nee, aber wenn man genau wie geschaut hat, da war so ein Dreibein daneben. Also, ich glaube, sie hat begonnen damit. Und ja, so, aber vielleicht. Aber es wurde halt viel am Strand gezeigt, wie sie da saß. Ja, bei Knossi hat man ein bisschen was gesehen. Ist ein bisschen krass war, wie er mit dem Krokodil gerungen hat. Da hat er am besten gefallen. Nee, stimmt, er saß nackt am Strand. Ja. Er war unter der Palme. Es gab mehr Material von Knossi. Ja, deswegen. Ja, stimmt. Hoffentlich. Ja. Nova dann Tag durch.
Ja, ich hoffe auch. Also, ja. Ja, nee, ich, Mittwoch. Mittwoch kommt weiter. Die nächste? Ja, Mittwoch. Oh, immer so. Mittwochs und Samstag ist das. Nein, ich ey, aber ja. Es ging schnell rum, ne? Das ey, war so, wann 20 ist da? 20 Minuten, 30 Minuten wann ist was? Da? 37, aber man ist da so gebannt. Ja, 37? Guckt. Ja, ja. Oder 30 Minuten kann es sein, 30 okay. Minuten, ja, ja. Ja, aber ich habe, ja, okay. Immer, man hat nicht viel gesehen, na, viel ins Wasser springen und so, na, aber ja, ich wie, hat war, glaube ich, auch so ein bisschen Teaser, ne? Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das Spannendste ist immer, was ist der erste Step? Weißt ja, du, so, das ja ist so genau. Und so, ne? wenn der Anfang geschafft ist, dann schafft man ja auch ein bisschen länger, wenn die so ein Shelter haben, wo es vielleicht sogar genau. Warm ist. Wenn du weißt, ich kann da pennen ja, und Feuer ja, geht ja. Auch und trinken easy. Das war ja das in der ersten Staffel, haben ja die ihre Bären alle. Und dann, das war schon so ein bisschen so, okay, ich habe zwar Hunger, aber ich ja, esse die halt haben einfach Bären. Nur Bären, tausende Bären gegeben. Ja, nee, ich bin gespannt. Also ich will wirklich weiterschauen. Ich hoffe, wie viele Folgen sind's? Oh nee, aber super, also super viele, glaube ich, bis Dezember, also den Monat und Dezember und dann ja pro Woche zwei, also acht Folgen, nee, gar nicht, 16 oder so müssen dann sein, ja genau, ja. Ja, das ist krass, da hast du ja einiges zu schauen, ne? Nee, aber bin gespannt, fand ich gut, hat mir gut gefallen, Sprecher haben sie ausgetauscht auch noch, ne? Ja, außer bei dem richtigen Intro dann, ne? Da war der normale Sprecher, glaube ich. Genau, aber der hat ja auch Panama gesagt. Das heißt, der muss ja das neu eingesprochen haben. Das ja, ja, klar. Ja, nein, ne? Das ist sowieso klar, ja. Aber die haben trotzdem den Sprecher ausgetauscht. Hat Spaß gemacht, Kapul. Danke, dass du mit dabei warst. Ja, ich danke fürs Fragen, ne? Also, ich Seven in the Wild. Ja, Seven in the Wild. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, ne? Leute, wenn es euch auf YouTube gefallen hat, lasst es uns wissen. Gerne in die Kommentare, wo ihr es geguckt habt, könnt ihr auch gerne schreiben. Also natürlich bei Fritz auf Main Channel sowieso, aber habt ihr andere Reaction schon gesehen? Lasst es uns mal wissen und sagt uns, was ihr denkt. Was wer wann. Ja, die Reihenfolge. Was denkst du? Ja, mach du mal. Die Reihenfolge, wer wann wie aufgibt. Oh, also von 1 bis wie viel? Ja, nur wer, also die durchkommen, ist egal. Also ich sag, vorher aufgeben tun. Nova, wahrscheinlich, will ich nicht, aber ich glaube aber schon. Aber sah so aus, ja. Ja, ich glaube auch Sabrina. Die sah auch sehr traurig aus. Ja. Dann wird es schwer, ne? Ja, und dann. Weil die andere hat halt keinen Bock. Aber Knossi heißt ja kann auch alles von den ersten zwei Tagen gewesen sein, ne? Ja, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ihn kein einziges Mal. Er war da, Willenskraft. Ja, er war da. So, der Nikotin war im Blut. Also ich glaube aber, dass vier Leute vorher aufhören. Vier? Ich weiß nicht wer, aber ich sag vier. Also ich glaube, es kommt durch Sascha. Ich glaube, Sascha könnte. Ich glaube, Fritz lässt sich nicht nehmen. Ich glaube, der ist einfach zu stolz. Otto wird das auch machen. Otto hat halt da in dem Outro geschwächelt. Hast du ja gesehen? Geschwächelt. Ich würde es nicht besser machen. Ne? Ja. Aber im Vergleich zu den anderen, ja, und ich weiß nicht, ich muss schon sagen, der Knossi war stark. Also der hat Alpha gezeigt, finde ich. Ne? Also, Knossi als einziger sieben Tage. Also, der hat noch länger gemacht. Das alte Shirt ziehe ich gleich an. Ne? Also ich sage, so schlimm. Also ich war überrascht von ihm. Ne? Oh, ich bin so gespannt. Wir wissen, ob er Tag 1 aufhört. Ich hoffe halt nicht. Der Dave war ja letztes Name. Aber ja, Dave hat aber auch. Ich fand, Dave hatte halt auch die Kackposition. Der war auf der Zunge. Der hatte alles gerade. Und ein paar Bäume, super windig und Arsch. Und Regen auch noch. Ja. Und er hat halt die Plane halt aufgebaut, da in die Richtung, wo der Wind kam. Und der hat halt ständig da Durchzug gehabt. Ne? Da kält es dich halt noch mehr. Aber ja, ich bin gespannt, wo schlafen die? Weil im Dschungel, du hast ja keine gerade Fläche. Du hast ja nichts. Da ist ja überall Gebüsch, Äste. Weißt du, was ich meine? So bei dem anderen, da hattest du ja Erde eben. Aber da, ich glaube, das einzige wirklich Ebene war der Strand. Und da weiß ich nicht, ob ich da campen will. Weißt du, was ich meine? Ja, aber will man zu weit rein? So, oder ist, ja, ne? Das werden wir, glaube ich, das werden wir beim nächsten Mal rausfinden. Ja, Leute. Danke für die Einladung, gell? Nein, super gerne. Vielleicht, wenn die Zuschauer es wollen, vielleicht machen wir nochmal eine Folge. Ey, ich hätte voll Bock. Ich auch. Ich bin ready. Wenn die sag Bescheid, ne? Dann müsst ihr jetzt aber auch gerne mal ein Like da lassen. Lass oder ein Abo. Like da.
Schau doch gerne bei Kapuze vorbei. Machst du YouTube oder nur noch Twitch? Nee, ganz gemeint nee, aber jetzt. Aktuell nicht, aber bald wieder. YouTube oder Twitch? YouTube, aber Twitch. Okay, Twitch machst du, ja. Aber hör doch mal beim Wurm vorbei. Also, und wir hören uns dann vielleicht Mittwoch wieder. Macht's gut. Ja, danke, tschüss.